Mannschaftsweltmeisterin ist. In der Equipe ja mit Janne Meyer, es wurde. Janne Meyer angekommen in der Belletage. Sie reiht sich ein in den ganz Großen auf der Siegerliste. Und das wird uns Luciana Diniz beantworten. Gewinnt Janne bei dem kleinsten Fehler überhaupt oder einem Zeitfehler? Hat Luciana Diniz verloren? Hat Janne Meyer gewonnen? Gebürtige Brasilianerin, die ihre Staatsbürgerschaft schon immer portugiesisch und brasilianisch hatte, sich aber vor 5 Jahren entschied, im Rahmen der WM im Vorfeld hier in Aachen für Portugal zu reiten. In Fürstenau-Schwagsdorf, Niedersachsen, lebt so. Es sind nur wenige Hindernisse, aber an denen ist schon viel passiert. Geht sie null, kommt zum Stechen zwischen ihr und Janne Friederike Meyer. Hat sie einen Abwurf, gewinnt Janne mit Lambrasco. Glück, Glück, es sieht nach dem Stechen aus, aber da muss man die Nerven jetzt im Sattel haben. Zu dicht, es ist passiert. Sie kann es nicht fassen, wie so oft in dieser Woche, der letzte Schwung. Und damit gewinnt Janne Friederike Meyer mit Zelagon Lambrasco den großen Preis von Aachen. Es kommt gar nicht zu einem Stechen. Das war schon ein paar Mal hier in der Aachener Sörs der Fall, ganz selten. Aber es war noch nie so spannend, habe ich das in Erinnerung, wie heute. Der Sieg bleibt in Deutschland. Sie hat es sich selbst verbaut, Luciana Diniz. Sie hat einfach nicht gut genug zum letzten Ochsenpferd hingeritten. Und jetzt geht hier eine Gratulationstour auf dem Vorbereitungsplatz los. Ludger Beerbaum, den sehen wir hier. Er hat sich noch weit nach vorne gearbeitet, denn die 4 Fehlerpunkte danach werden jetzt im Platzierungsfall nach der Zeit platziert. Und da ist Ludger Beerbaum 5. Übrigens ein Andreas Kreuzer, der wird 3. hier im großen Preis von Aachen. Das sind weitere Sensationen. Allerdings, liebe Gäste, Aachen ist einfach der Ort, an dem der Reitsport sein Herz schlagen lässt, höher als überall anders. In diesem Jahr ein Paar, das die letzten 8 Jahre uns immer hier begeisterte. Am letzten Sprung, jetzt herein. An diesem Rolex Ochser, da war die Uhr endgültig abgelaufen und die Entscheidung gefallen. Ja, und sie kann's nicht fassen. Sie hat's selbst verbaut. Und ihr Anhang, der von Luciana Diniz, er zuckt zusammen. Und der deutsche Anhang, ja, er freut sich, dass Janne gewonnen hat. Er hat sicherlich Luciana nicht den Fehler gewünscht, aber da magst du jetzt am liebsten erstmal in Tränen versinken, dir die Seele aus dem Leib heulen, weil dein Pferd macht alles richtig. Es springt so fantastisch, wie auch ein möglicher Sieger hier in Aachen. Und mit diesem Fehler, tja, da wird sie 4. am Ende, hier im großen Preis, Luciana.